Hallo, hallo und willkommen. Heute zeige ich euch ein bisschen was über meine Autoflotte. So, jetzt schauen wir mal. 5 Minuten haben wir noch viel Zeit, das warten wir aber nicht. Ich schicke jetzt mal da ein. Mit der Hoffnung, dass das funktioniert. Mal ein paar. Also ich habe mehrere, man sieht ja, das ist eigentlich die, die am besten funktioniert hat. Ich meine, ich habe ein paar Videos angeschaut im Internet und habe auch festgestellt, dass das alles möglich ist, wenn man große Schilde hat auf Rang 5 und so weiter. Aber wenn ich mir vorstelle, nicht jeder User hat gleich Rang 5 Schilde. Also deswegen musste ich mir was überlegen. Bei mir selber sind es nur Rang 4. Und zwar haben diese zwei Schiffe Rang 4 Schilde. Schauen wir mal. Genau, die Spektralschilde. Und ja, vorher hatte ich die auch nicht. Da habe ich sogar nur die benutzt. Das hat aber gar nicht richtig gut hingehauen. Natürlich, je größer das Schild ist, desto mehr Schaden halten die einfach aus. Und deswegen klappt es dann auch besser. Ist egal. Auf jeden Fall haben die Schiffe das da. Jetzt, ich zeige euch das am Ende, wie das ausschaut. Jetzt gehen wir mal zum Kampf. Und seitdem funktioniert das relativ ganz gut, sage ich jetzt mal. 35er greife ich an, das sind die kleinsten für Blueprints. Nein, ist keiner da. Das ist schade. Einer. Der wurde natürlich schon abgefarmt. Ja, die 35er, die sind super schnell abgefarmt. Also das ist klar, das ist sehr beliebt. Und von daher hilft es halt alles nichts. Schauen wir mal. Bei uns ist eh als nächstes. Ja, dann müssen wir kurz warten, das hilft alles nichts. Dann kann ich euch die Flotten ein bisschen zeigen, dann klappt es schon. Ich meine, ich habe, das sind sozusagen meine Vorgänger gewesen. Das sind meine Hauptschiffe. Von denen habe ich am meisten gebaut. Wieder. Das sind Rotationsdüsen, Rang 2. Schild, Verteidigung habe ich hier, ja, mal zweimal. Da habe ich sogar 2x2. Also das geben. Ich glaube, da könnte man sogar auch einen Zweier reinschmeißen. Das sind Hydra-Raketen. Die gehen eigentlich ganz gut. Die sehen, machen super Damage und ja. Müsst ihr halt erstmal erfarmen. Das sind auch Blueprints gewesen. Und ansonsten habe ich hier meistens auf 6. Hier ganz anders, aber hier bei denen habe ich auf 6 habe ich die hier. Das sind auch Rotationsdüsen. Da könnte ich sogar einen Dreier reinschmeißen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Ja, die Gladius-Geschütze sind halt echt gut. So, und das ist meine Autoflotte. Rang 4, das Schiff. Genau. Da sieht man die ein bisschen kleinere Waffen, weil das geht natürlich aufs Gewicht vom Schiff. Und das geht ziemlich knapp auf. Und der auch. Die werden meistens zerstört. Was aber kein Problem ist, weil jeweils ein Schiff mit sofort Reparatur fertig ist. Dann habe ich hier in der Mitte dieses Schiff mit Hydra-Raketen. Hoppala, hier ist Jackpot. So. Ja, und unten habe ich alle drei Schiffe mit den Gladius-Geschützen. Die hauen halt den meisten Damage raus und die machen das schon sehr gut. Also ich habe auch mehrere. Also das ist auch etwas. Ich habe jetzt die habe ich halt so fertig, so wie es ist, und das funktioniert ganz gut. Ich habe sie jetzt ein paar Mal hin und her geschickt und ja, schaut eigentlich ganz gut aus. Jetzt schauen wir mal. Jetzt müsste es eigentlich, ja genau, jetzt lassen wir die mal raus. Da farmt noch einer, aber das ist mir total Rille. Ja, wie gesagt, ich habe von den Schiffen mit den Hydra-Raketen habe ich bestimmt so 30 Stück. Und immer wenn einer komplett drauf geht, den tue ich erstmal zur Seite.
nimm einen neuen her, der wo komplett funktioniert. Und irgendwann, wenn ich dann keine zwei Flotten mehr zusammenkriege, dann fange ich erstmal an, komplett zu reparieren und dann habe ich auch ein bisschen Zeit für Real Life. Und es ist eigentlich ganz geil, von daher schauen wir mal, dass wir erstmal alle wegschicken. 35er natürlich nicht, ist das schön. Yes. So, den habe ich extra den dahin geschickt. Haha. So. So, da schauen wir zu. Das will ich euch zeigen. KI ist an. Ich mache jetzt gar nichts. Ja. Dreieckformation, meiner Meinung nach die beste. Deswegen 1 und 3 Verteidigung. Die teilen sich nämlich immer hier so auf. Nicht 1 und 2, weil 2 wäre ja hier. 1 und 3, wichtig. Hier sieht man, der kriegt er halt hier von den Thermalstrahlern richtig eine auf die Fresse. Natürlich mit 5er Verteidigung hätte es wahrscheinlich auch noch überlebt. Aber das kriegst du ja nicht hin. Und hier sieht man schön, der konzentriert sich wieder auf den, der auch wieder die Verteidigung hat. Und dann kriegt er seinen Saft ab. Wie gesagt, der ist mir egal, ob der stirbt. Wichtig, dass die anderen nicht sterben. Hier ist der blöde Schütz. Genau so muss das gehen. Zack. Und der wird auch noch gemacht. Das ist kein Problem. So, das war's gewesen. Das ist eigentlich jedes Mal so. Schaut ein bisschen doof aus, gell? 57%. Aber das ist nicht schlimm. Mal den ganzen Sammler hinschicken. Schauen wir uns das gleich mal an. Hier sieht man eigentlich auch, dass die gar nicht so schlecht beschädigt worden sind, aber da ist halt Wartezeit mit dahinter. So, das ist jetzt die Flotte gewesen, die wo wir zugeschaut haben. Jetzt, wenn ich anschaue, sofort Reparatur, jetzt tue ich das Schiff in der Mitte rein. Nochmal. Jetzt kommt das. Einen, dann der andere, Chuck. So. Und somit ist die komplette Flotte sofort repariert. Das war's eigentlich gewesen, ja. Und die kann man halt wieder schicken. Das ist das Schöne. Die habe ich nicht geschickt, da habe ich keinen Platz gefunden. So, jetzt schauen wir uns die anderen an. Hier haben wir schon das Problem da. Ist 8 Minuten 44, also muss man warten 3 Minuten 44, bis repariert ist. Hier ist auch ein bisschen weniger. Jetzt schauen wir mal. Kriege ich auch nicht komplett sofort repariert. So, das war's gewesen. Jetzt habe ich hier zwei Plätze. Die muss ich halt entweder die hier hernehmen und reparieren. Wenn ich Zeit habe, mache ich das sowieso. Wenn ich keine Zeit habe, mache ich so. Den drücke ich dann später auf Reparieren. Und hier ist genau dasselbe. Chuck. Der geht normalerweise. Ah, 5 Minuten, eine Sekunde. So, und jetzt hätte ich hier wieder einen Platz. Ja, klar, ich habe jetzt theoretisch. Habe ich ja jetzt 20 Minuten Zeit. Aber so, die müssen ja eh repariert werden. Ich mache es meistens so, dass ich, kommt drauf an, welche Schicht ich habe. Wenn ich Zeit habe, dann hau ich alles raus, was geht. Und wenn dann keine zwei Flotten mehr möglich sind zusammenzubauen, dann schmeiße ich alle in einen Pott sozusagen und repariere alles gesamt und kümmere mich ein bisschen um meine Familie, ja, man darf nicht vergessen, dass man auch Familie hat. Nicht nur hier am Zocken sein. Ja, oder schau Videos oder sowas kann man halt schön machen dann nebenbei. Das ist ganz toll. Und wenn man schaut, ein bisschen Blueprints farmen bringt auf jeden Fall was. Das ist jetzt 20 bis 25. Schilder sind super. Für das Level auf jeden Fall. Thermalstrahler, Hydra-Rakete. Die ist unbezahlbar. Gerade auf Rang 1, die ist echt super. Rang 2, wenn man sieht, dem macht zwar etwas mehr Schaden, wiegt aber auch mehr und passt dann auch nicht direkt rein. Also man muss sich schon überlegen, ich würde eher Rang 1 nehmen.
Weil vier von denen machen halt mehr Schaden wie drei von denen. Oder zwei. Ich weiß nicht, wie viel da reinpassen. Vom Gewicht her meine ich. Ja, Gladius-Geschütz auch ganz wichtig. Also wie gesagt, am Anfang die 20 bis 25er Flotten farmen für Hydra-Rakete, das ist ganz wichtig. Natürlich kann man sich die anderen auch gönnen. Ich habe es einfach gemacht, weil ist ja egal. Und danach die 27er bis 33er, da würde ich aber eher nur die 27er farmen, weil das viel einfacher ist. Wenn man jetzt hier schaut, wenn ich jetzt hierher gehe, einmal rumgehe, dann sehe ich hier zum Beispiel 27er, da kann ich schon ein Schiff hinschicken, da nächstes Schiff, da nächstes Schiff, sind schon drei Schiffe. Oder Flotten, besser gesagt. So. Und bei mir war es so gewesen, dass ich sogar sechs bis sieben Flotten gehabt habe, die wo die erfarmen könnten, die Autoflotten. Und somit hatte ich das ziemlich schnell gehabt. So, jetzt ist der fertig. Jetzt machen wir den nächsten. Jetzt haben wir sogar noch Zeit. Dann machen wir den auch noch. Ja, deswegen 27er. Klar, ich weiß jetzt, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das so ist, dass die 27er eher weniger droppen Blueprints als die anderen. Also das kann ich nicht sagen. Ich hab an einem Tag mal gefarmt, wirklich viel gefarmt und habe kaum was gekriegt. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, habe gleich nach einer Stunde, sage ich jetzt mal, gleich so viele Blueprints gehabt, wie vorher eigentlich nicht möglich gewesen. Also von daher, das ist alles, glaube ich, wirklich Glückssache, mehr nicht. Ja, da sind die 35 bei 37, das sieht man, ein bisschen brauche ich noch. Da ist ein Diffusorschild Rang 3, der ist auch sehr interessant wahrscheinlich. Aber wie gesagt, pressiert tut da gar nichts. Mir ist die hier wichtig, Gladius-Geschütz. Hydra-Rakete Rang 3 ist auch, das ist auch wieder so eine Sache. Die wiegt halt schon 770 Tonnen. Da muss man schon größere Schiffe haben, so weit bin ich noch nicht. Ja, V-Sec-Flotten habe ich euch schon gezeigt, wie man die farmt oder wie ich die gefarmt habe. Kommt natürlich darauf an, welche V-Sec kommen, aber normalerweise klappt das wunderbar. Ja, und so läuft das Ganze. Ich meine, die reparieren sich hier nebenbei. Ich schaue, wo als nächstes Gruppen kommen hier. Dann schicken wir gleich unsere. Ah, hoffentlich schaffen wir das noch, weil da sind ganz schön viele. Eins, zwei, die wollen alle was haben. Ich sag ja, die 35er, die sind echt schlimm. Also ich habe. Zwischendrin mal habe ich eine Flotte gehabt, die wo ich per Hand gesteuert habe. Da konnte ich auch die 37er farmen. Das war eigentlich auch ganz cool. Die 37er sind halt wenigstens dann da gewesen. Ja, ich meine, schaut euch mal an. Ist ja Wahnsinn. Also der will's haben. Der will definitiv auch. Die wollen spazieren gehen. Die wollen da gar nichts haben. Das wollen die nicht. Bin viel zu weit weg. Was soll das? Hallo, da die Reifen an. Chuck. Schau mal, die ist gleich bestimmt weg. Ciao, das ist das, was ich gemeint habe. Du kannst machen, was du willst. Ist hier noch eine? Ja. Ich will noch was haben. Das war's gewesen. Das ist nur eine gewesen. Ja, deswegen, es ist immer geil, wenn man mehrere Flotten hat. Die verteilt man schön auf die Planeten. Und dann hat man definitiv mehr Chance innerhalb des Spawns, dass man die drauf schickt. Ja. Deswegen haben die meisten auch dann drei, vier Flotten. Und Rest ist Reserve. Jetzt schauen wir mal. Der nächste müsste hier sein. Oh, in 7 Minuten. Hier in 11 Minuten. Ach du Scheiße. Ach du liebe Güte. Ja, da fliege ich nicht rüber. Das ist viel zu weit. Nee, das machen wir nicht. Aber wie gesagt, probiert es aus. Das geht meiner Meinung nach wunderbar. Klar, Schilde Rang 5, wenn ihr die habt, haut's rein. Müsst ein bisschen die Waffen runterschrauben, aber das ist vollkommen irrelevant, weil er soll ja eigentlich nur tanken, mehr nicht. Deswegen probiert es aus und ihr werdet sehen. Es macht Spaß und ja, wenig Zeit zum Reparieren ist auch super, weil dann hat man Zeit für andere Sachen wie Familie. Was? Ja, macht's es. Alles klar. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann. Ciao.